Die meisten von uns, und ich schließe mich da durchaus ein, werden noch nie vom Cloudgate-Tanztheater gehört haben. Und dabei zählt diese Truppe aus Taiwan zu den international erfolgreichsten Tanzkompanien. Ausgebildet in Tai Chi, Kampfsport, chinesischer Oper, Modern Dance und klassischem Ballett, verbindet Asiens erste zeitgenössische Tanztheatergruppe auf einzigartige Weise Tradition und Moderne. Das Ensemble lädt in seiner Heimat immer wieder zu kostenlosen Auftritten ein. Dann strömen gerne mal 60.000 Menschen und mehr auf die zentralen Plätze in Taipeh. Unsere Autoren Birgit Baumgärtner und Jean-Christophe Blavier haben die Tänzer in Taiwan besucht. Jahre getanzte Poesie. Mit einem Wirbel von Magnolienblüten in dem Stück Das Flüstern der Blumen feiert das Cloudgate Dance Theater sein Jubiläum. In jahrzehntelanger harter Arbeit hat der Choreograf Lin Wai Min eine Tanzkompanie von Weltrang geschaffen. Cloudgate war die erste professional dance company in Taiwan and also the Cloudgate war die erste Tanzkompanie in Taiwan und dadurch auch die erste zeitgenössische Tanzkompanie in der gesamten chinesisch sprechenden Welt. Die Ersten zu sein, heißt viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es ist hart. Der Grund, weshalb Cloudgate weiterhin tanzt und größer wird, sind die Menschen hier. Sie unterstützen uns vom ersten Tag an. People supported us from day one. Taipeh, die Hauptstadt Taiwans und Geburtsort des Cloudgate Dance Theaters. Jahrtausende alte Tradition trifft hier auf pulsierendes, westlich orientiertes Großstadtleben. Tief verwurzelte Religiosität prägt das Leben der Menschen. In den Straßenschluchten überall buddhistische Tempel. Diese Widersprüche sind es, die Cloudgate in ihrer Arbeit vereint. Vielleicht liegt es daran, dass die Company von den Taiwanesen geradezu abgöttisch geliebt wird. Das zeigte sich vor einem halben Jahr, als Lin Wai Mins Arbeit plötzlich vor dem Ausstand. Ein verheerender Brand vernichtete die Studios, die Archive, die gesamte materielle Basis von Cloudgate. Die Folge? Über 5000 Menschen spendeten Geld an die Truppe. Vom Schulkind bis zum Topmanager. In the end, the donation is more than. Am Ende bekamen wir über 8 Millionen Euro gespendet. Das war ein Segen, aber auch eine große Verantwortung. It became a responsibility. A blessing and a responsibility. Und so arbeiteten wir weiter. So we keep working. Lin Wai Min versteht seinen Tanz als Ritual und Gebet. Seine Stücke basieren auf uralten Mythen, die er stets in einen zeitgenössischen Kontext stellt. Geboren wurde Lin Wai Min als Sohn eines taiwanesischen Ministers. Er will Schriftsteller werden und geht Ende der 60er Jahre mit einem Literaturstipendium in die USA. Fasziniert vom westlichen Modern Dance nimmt er dort heimlich Tanzstunden bei Martha Graham und Merce Cunningham. Nach seiner Rückkehr nach Taiwan beschäftigt er sich bewusst mit traditionellen Bewegungsformen wie Peking-Oper, Tai Chi Chao und Martial Arts. Diese Elemente prägen auch sein aktuelles Stück Wind Shadow. In Wind Shadow tanzen wir eher weniger. Ich verlange von den Tänzern sehr einfache Bewegungen. Sie müssen zeigen, wie der Wind aus ihren Körpern kommt. Und diese kleinen, einfachen Bewegungen lassen eine Brise durchs Theater wehen. Lin Wai Min hat eine tänzerische Sprache geschaffen, die in Ost und West gleichermaßen verstanden wird.